Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe erst überlegt, ob ich überhaupt vloggen soll heute, weil ich habe euch die ganzen Tage erzählt, wie gut es mir geht und dass es mir viel zu gut geht, um schwanger zu sein. Gar keine Symptome und so. Und jetzt bin ich aufgewacht und mir ist so schlecht heute. Die Brüste sind so empfindlich. Ich will nicht meckern, ich genieße das, weil das sagt mir ja, dass so alles in Ordnung ist mit der Schwangerschaft. Aber das ist jetzt natürlich ein Tag, wo ich gleich arbeiten muss und ich habe nicht mal Bock, mich fertig zu machen. Ich will einfach so liegen bleiben. Das ist so, auf einmal kommt dann so, das ist mal so wellenartig. Auf einmal kommt das Gefühl so, oh mein Gott, ich muss schnell zur Toilette und dann, oh, dann ist wieder besser. Dann atme ich ein paar Mal tief durch und dann geht es wieder. Aber das ist halt immer so wellenartig und mein Bauch, sorry, mein Bauch, der sieht aus, als ob ich schwanger bin, aber halt kann ja, also ich bin schwanger, klar, aber es kann ja nicht sein, dass er jetzt schon so dick ist. Wartet. Guckt euch das an, das ist doch nicht normal. Der ist so, als ob ich so Blähbauch habe. Ich habe voll den Blähbauch. Genau, das ist es. Ja, ich wollte, also, ich habe gerade den Shake gemacht, den wir jeden Morgen trinken, Bernd und ich. Und normalerweise trinke ich dann immer schon richtig direkt einen großen, mehrere große Schlücke, um schon was im Magen zu haben. Aber musste ich aufhören, konnte ich nicht trinken. Ja, mal schauen, was der Tag so bringt, ob das gleich besser wird. Morgen ist Feiertag, das ist schön, dann kann ich einfach liegen bleiben. Ach so, gestern, als ich das Video beendet habe, habe ich euch erzählt, dass Smurfy eine läufige Hündin wohl gerochen hat und die ganze Zeit gejault hat und so. Und als ich dann den Vlog gestern beendet habe, dann hat sich das gerade so beruhigt mit ihm, dass er sich hingelegt hat und nicht mehr gejault hat. Und das ist dann auch so geblieben, also keine neuen Vorkommnisse mehr. Der hat dann geschlafen und gerade waren wir ja auch schon spazieren mit ihm. Und ja, hat er nichts mehr, entweder nichts mehr gerochen oder nichts mehr wahrgenommen. Also er hat dann halt eine Stunde, halbe Stunde, Stunde so gelitten, gejault und ist durchgedreht. Aber dann ging's wieder. Ja, gut, meine Lieben, es nutzt nichts. Ich mache mich jetzt fertig und dann muss ich arbeiten. So, los geht's gleich. Ich habe auch gar nichts zu essen dabei, außer meinen Shake jetzt für die Arbeit. Ich hoffe, gar nichts Appetit habe. Nur wenn, dann kommt das ganz spontan bei mir. Und dann muss ich sofort was essen. Das ist dann entweder hungern und schlecht sein oder sofort was essen, weil mega Hunger. Aber wir haben ein Aldi nebenan und Bernd kümmert sich voll lieb. Der wird mir dann sofort was holen, wenn ich da irgendwie Appetit oder Hunger auf was kriege. Obwohl, ich könnte meine Gürkchen mitnehmen. Dieser Chinos in scharf. Die nehme ich mit. Die gehen zurzeit ganz gut bei mir. Und ja, freue ich mich einfach, wenn ich gleich wieder Feierabend habe. Und morgen ist endlich der Tag, an dem letzte Mal in der Schwangerschaft die Blutung eingesetzt haben. Und das ist der Tag, dem ich jetzt schon seit Wochen entgegenfiebere, weil für mich persönlich ist dann so die Grenze erreicht, wo alles gut geht diesmal. Ja, und dem fieber ich voll entgegen. Jetzt, umso näher dieser Tag kommt, umso mehr fieber ich ihm entgegen. Ich gehe dann ganz oft auf Toilette zum Beispiel und gucke, ob ich blute oder, oh, das macht mich verrückt jetzt die letzten Tage und ich kann es kaum erwarten,
wenn der Tag morgen rum ist und Vatertag. Vatertag, der Feiertag ist der Tag, dem ich entgegenfieber. Und dann übermorgen ist endlich alles gut. Dann kann ich richtig entspannen, hoffe ich. Schuhe. Ja, neue Schuhe für das große Kind. Aber das ist ja cool mit diesen Nöppeln, ne? Deswegen habe ich die extra mitgenommen. Super, warte, kannst du mit hier... Der, wenn du mit der Hände nimmst, geht das ein bisschen einfacher. Nicht, hier, musst du den aufziehen, dann kannst du rein. Setzt du den Rucksack ab, dann ist das einfacher. Genau, und dann kannst du den zuzurren, wenn du möchtest. Geht, ja. Ja, du bist schon hier draußen. Die drücken halt voll von jeder Seite. Die drücken? Dann tausche ich so um. Welche Größe ist das 39. Denn? Dann mach die auf 40. Zeig ich mal. Zeig ich mal, stell dich mal hin. Ja, ist ein halber Finger ist breit Platz. Dann probier die nochmal an. Und die packen wieder her. Na, schön sind die ja, ne? Ja, die sehen ja gut aus, aber... Nutzt ja nichts, wenn sie zu eng sind. Ich finde die aber schöner als diese hier. Die mit Neongrün, ne? Ja. Die passen zu deiner Brille. Ja, Bernd und Calvino sind eben die Schuhe umtauschen bei Aldi, denn die einen hat er gar nicht erst anprobiert, weil die sind pink von innen oder rosa, die Sohle von innen. Ja, das bringt ja dann nichts. Und die gehen auch heute Nachmittag nach Dortmund shoppen. Calvino braucht unbedingt neue Anziehsachen. Machen die Männer Shopping-Tag. Und ich bleib mit euch zu Hause. Und habe ich ja schon gesagt, ich lege mich im Garten, ich schneide das Video von gestern, entspannen und ja, mit Smurfy nach Dortmund shoppen macht ja auch keinen Spaß. Dann bleibe ich schön mit dem zu Hause. Ich habe da eh keinen Bock drauf, da durch die Geschäfte zu jagen und zu gucken. Und das ist bestimmt total voll in Dortmund. Da habe ich keine Lust drauf. Und online die Sachen bestellen will ich auch nicht, weil das fällt immer anders aus. Gerade so Kindergrößen, der hat jetzt schon so eine große Größe. Das ist echt besser, wenn er dabei ist, sich das auch selber aussucht, weil er halt auch seinen eigenen Geschmack hat. Ne? Wenn wir was holen, dann ist immer irgendwas drauf, was ihm nicht gefällt. Und so kann er sich das selber aussuchen und direkt anprobieren. Und ja, dann sollen die das mal machen. Und ich warte jetzt auf meine Kundin. Hier ist heute, ich weiß gar nicht, ob die durchkommen, die Kunden. Weil hier von Fridays for Future, wenn wir das Kraftwerk 4 hier bei uns, und da ist heute wieder eine Demonstration. Oh, sorry. Und hier ist alles voll Polizei und Demonstranten und so. Das geht in einer halben Stunde los, haben die gerade im Radio gesagt. Also irgendwann kurz nach 9 oder so wird hier die Hölle los sein. Wir brauchen auch hier Platz auf den Parkplätzen. Wir müssen die dann wegschicken und so. Das ist ja nicht schlimm. So, Bernd hat für uns alle wieder Frühstück gemacht. Jetzt ist es, der Hunger ist über mich gekommen. Kohlrabi habe ich wieder nur das Grüne gegessen. Den Rest kriegt der Smurfy. Die Radieschen schmecken nicht. Dann gab es hier so eine Nudelsuppe. Dann gibt es Brötchen. Calvino hat auch noch eine Nudelsuppe und der dippt da gerade noch seinen Sesamring drin. Und er sagt, diese Brötchen da, diese Selbstaufbackbrötchen, kann er nicht mehr sehen, ne? Ekelhaft. Ekelhaft. Die hatten wir nämlich in der Corona-Zeit ganz viel gegessen. Ne? Jetzt können wir die alle nicht mehr sehen. Und jetzt haben wir gleich Feierabend endlich, ne? Ein bisschen Homeschooling muss Calvino noch machen. Richtig viel ganz heute. Ganz wenig, aber nur noch ja, aber, ein Blatt. Ja, aber du hast auch schon voll viel geschafft heute, ne? Ja, noch ein Blatt müssen wir. Ja. So, meine Lieben, ich bin endlich zu Hause. Ich bin fix und fertig. Irgendwie war das alles sehr viel heute. Viel gearbeitet. Ich habe heute irgendwie viel schwer gehoben. Nicht schwer, aber halt schwerer als sonst. Und ich schnappe mir jetzt meinen Laptop und lege mich draußen auf so einen Liegestuhl und schneide das Video von gestern. Trink ganz viel und versuche einfach ein bisschen zu entspannen. Ich muss was zu trinken mitnehmen. Am besten Wasser. Wo haben wir hier eine Wasserflasche? Das tat richtig gut jetzt draußen. Ich war eine Stunde oder so draußen, habe das Video geschnitten. Das lädt jetzt schon hoch und in der Zeit mache ich jetzt hier ein bisschen Haushalt, alles
wegräumen und so. Und ich habe euch den Tag erzählt, am Montag war das, habe ich bei DM online bestellt. Und das Paket ist heute schon gekommen. Heute ist Mittwoch. Das ging echt schnell. Ich dachte, das dauert länger. Und ja, hat super geklappt. Ich habe es aber noch nicht ausgepackt. Das mache ich gleich mit euch. Dann zeige ich euch das. Da gibt es einen kleinen DM-Haul. Ist aber nicht viel. Ich habe hauptsächlich bestellt, weil ich unbedingt diese Leinsamen brauchte, die ich immer in den Shake morgens bei uns reinmache. Sonst mache ich ja immer 3 Löffel Leinsamen rein in den Shake. Und jetzt mache ich 4 Löffel rein, weil ich schwanger bin. Da habe ich gedacht, dann brauche ich bestimmt ein bisschen mehr Omega-3. Und hauptsächlich deswegen habe ich bestellt. Und der Rest ist hauptsächlich so Schnickschnack. Wir gucken gleich. Na, das ist der Karton. Der ist gar nicht groß, aber der ist doch relativ schwer. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe, ehrlich gesagt. Ich weiß, es sind ein paar Klosteine dabei. So, meine erste DM-Bestellung. Boah, das riecht schon richtig hier nach dem Klostein. Wow, die sind so schwer bestimmt, die Leinsamen. Also ich habe 4-mal die Leinsamen eingepackt in den Warenkorb, weil wir die echt jeden Morgen 3 bis 4 Teelöffel damit, da geht einiges drauf, sage ich euch. Genauso wie Paranüsse, die habe ich aber jetzt nicht beim DM bestellt, die Paranüsse. Die hat der Bernd letztens mitgebracht von, weiß ich gar nicht mehr, Lidl oder so. Da hat er 15 Packungen geholt, weil wir die nicht immer kriegen. So, dann haben wir die Klosteine. Warum habe ich denn so viele genommen? Weiß ich auch nicht. Es hat mich verführt bei DM im Online-Shop. Und die haben die extra nochmal in eine Tüte eingepackt, weil die riechen so extrem, sogar durch diese Tüte. Und ich habe die bestellt, als mir nicht schlecht war irgendwie, weil irgendwie ist der Geruch nicht so geil jetzt gerade. Dann habe ich mir eine neue Tages- und eine neue Nachtcreme bestellt, weil meine sind fast leer. Dann habe ich mir 3-mal Calcium-Brausetabletten bestellt, weil ich die ja in der Schwangerschaft immer nehme, wenn ich schwanger bin. Ich habe jetzt so Tabletten, ich zeige euch die. Diese hier. Und das sind so richtig dicke Oschis. Die sind richtig ekelig. Da muss ich richtig würgen, wenn ich die runterschlucken muss jeden Tag. Deswegen habe ich mir nochmal 3 von diesen Calcium-Brausetabletten mitgenommen. Also eingepackt in meinen Warenkorb. Dann habe ich mir 2-mal die Duff-Seife reingemacht in den Warenkorb, weil die hat meine Mama immer benutzt. Und der Geruch, den habe ich nicht mehr gerochen, seitdem ich, keine Ahnung, 15 bin oder 18 war. Nicht bin, war. Und ich habe mich daran erinnert, dass sie sich damit immer gewaschen hat und so. Dann habe ich gedacht, ich bestelle mir mal. Boah, das ist voll so früher und zu Hause, ey. Voll geil. Das erinnert mich total an meine Mama gerade. An früher einfach, wo ich so Teenager war. Ja. Jetzt wieder. Weiter geht's. Ich habe eine neue Seife bestellt. Normalerweise nehmen wir immer diese Nachfüllpacks. Die habe ich auch bestellt. Also einen Nachfüllpack. Aber ich habe auch mal so einen neuen Pumpspender bestellt, falls mal einer kaputt geht, weil die sind schon echt alt mittlerweile. Und ich dachte, Shea Butter und Wasserlilienduft ist riecht ganz lecker. Ich finde das voll toll, dass bei DM, das sieht man jetzt gar nicht da, fast alles mittlerweile vegan ist. Das finde ich richtig super. Wollte ich nur mal so am Rande bemerken. Auch diese Seife, da, auch vegan. Das finde ich echt toll. Ich meine, ich kaufe auch Sachen, die nicht vegan sind, gebe ich ja zu, so Pflegeprodukte und Putzprodukte. Aber ja, ich freue mich natürlich, wenn sie vegan sind. Zum Beispiel, jetzt kommt was Unveganes. Ich glaube, das ist nicht mal... Doch, das ist vegetarisch. Ich weiß es nicht. Und zwar Panthenol-Creme. Und ich brauche die immer. Leute, ich habe übelst rissige Füße.
Das darf man, glaube ich, gar keinem erzählen. Überall am Körper ist alles okay mit der Haut, aber an den Füßen ist bei mir richtig, die sind so trocken, die Füße, obwohl ich die eincreme, regelmäßig, und mittlerweile schon hier mit eincreme, und trotzdem reißen die auf, und das tut dann so weh beim Laufen, das ist unglaublich. Ich habe schon so viel ausprobiert, und diese, also Bepanthen habe ich sonst genommen, aber diese hier kostet halt nur 1,99 und die nehme ich jetzt jeden Abend auf die Füße. Und es hilft, dass sie nicht einreißen, dass ich wenigstens laufen kann, ohne zu humpeln. Leute, das sind Schmerzen, wenn die Füße einreißen. Unglaublich. Das habe ich jetzt seit einem Jahr bestimmt regelmäßig. Und das hilft mir jetzt. Und deswegen die Panthenolsalbe. Und die Bepanthen, die ist halt echt auf Dauer zu teuer. Deswegen habe ich die Panthenolsalbe genommen. Ja, dann wisst ihr alle, dass wir total gerne baden gehen. Was wir jetzt zurzeit nicht machen. Also Bernd und ich gehen ja jeden Abend eigentlich zusammen in die Badewanne und wir baden richtig heiß und schön ein Schaumbad. Und jetzt darf ich ja nicht heiß baden wegen schwanger und deswegen gehen wir gar nicht baden. Also wir gehen halt duschen getrennt oder auch zusammen. Aber wir gehen halt nicht zusammen baden, weil wegen der Schwangerschaft und so. Aber ich habe trotzdem, keine Ahnung warum, gar nicht drüber nachgedacht, Schaumbad bestellt. Und beide sind vegan. Mega. Cool. Das hier ist Rose Kokos. Boah, das riecht richtig schön. Aber ich sag euch, jetzt gerade so, wird mir ein bisschen übel vom Schnuppern. Das riecht besser. Aber wenn ich daran schnupper, dann kommt es mir leicht hoch. Moment. So, war ich stehen geblieben. Dass die halt beide gut riechen, aber ich kann da nicht so gut dran riechen, wegen schwanger und Übelkeit. So. Dann geht's weiter. Ich habe nämlich noch eins. Velvet Moments. Und zwar ist das Granatapfel und Rosenblüte. Das riecht auch richtig lecker, aber sorry, ich mache nie wieder ein Haul, wenn ich das nicht kann. So, und das letzte, last but not least, Spülmaschinensalz für den Haushalt. Ich dachte, ich habe mehr Putzmittel, aber ist gar nicht so viel. Ja, das Ganze hat jetzt 32 Euro paar zerquetschte gekostet. Ja. Ich habe mir jetzt hier noch so einen Snack gemacht und Leute, ich habe so Appetit auf gesunde Sachen. Also ich habe mir den ganzen Rest von den Cocktailtomaten hier reingemacht. Wir hatten eine ganze Packung gekauft und ich habe heute Morgen schon gesnackt. Jetzt gibt es den Rest. Genauso wie diese Corchinos, die scharfen vom Aldi. Das ist der Rest vom Glas. Ich habe alles davon aufgegessen und der Rest von der Kohlrabi. Das esse ich jetzt auch noch alles auf. Mein kleiner nachmittagsgesunder Snack in der Schwangerschaft. Ich habe jetzt vorher aufgehört zu essen. Die angebissenen Kohlrabis sind wieder für ein Smurfy und ich schaffe nicht mehr, weil das ist wirklich so. Also ich kann das, so gesunde Sachen kann ich echt voll gut essen. Ne? Da ist die Übelkeit dann halt nicht so allgegenwärtig. Aber sobald ich eine kleinste Sattheit, Sättigung verspüre, muss ich aufhören zu essen, sonst ist es vorbei. Ja, aber wie gesagt, halt gesunde Sachen gehen am besten im Moment und jetzt bin ich satt. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen den Haushalt. Spülmaschine. Bernd hat schon angerufen, die machen sich jetzt auf dem Rückweg gerade von Dortmund. Die waren da halt einkaufen, hatte ich euch ja erzählt, ne? Calvino hat voll... Und Calvino hatte gar keine Lust auf Shoppen. Also, ja, Jungs halt. Mann, warum sieht man nix? Ich weiß nicht, ist das ein Jungs-Ding, dass Jungs nicht gerne shoppen gehen? Der war gar nicht begeistert, aber der musste halt mit. Habe ich euch ja erzählt, ne? Wegen, dass ihm dann Sachen nicht gefallen oder so. Und ich habe keine Lust, dann 20 Mal umtauschen zu fahren. Ja, musste jetzt durch. Jetzt ist er erstmal wieder eingekleidet. Der wächst ja jetzt auch nicht mehr so schnell, dass man da so oft shoppen gehen muss. Dann bekommen wir gleich Besuch.
Da kommt eine Schulfreundin von Calvino, weil wir ja Freitag alle zusammen einen Ausflug machen. Und ja, die schläft einfach bei uns. Können die beiden schön zusammen spielen und Zeit verbringen. Und ja, die kommt auch gleich. Das passt alles zeitlich voll gut, dass die kommt und dass die beiden wieder nach Hause kommen. Und morgen wird es ja richtig warm. Und dann werden wir morgen wieder dieses riesige Planschbecken aufbauen. Also das ist ja noch aufgepumpt, aber da ist natürlich kein Wasser drin. Wir benutzen das dann immer so 2-3 Tage. Dann wird das Wasser halt ranzig und dann nehmen wir das zum Gießen. Dann gießen wir 2-3 Mal damit, also 2-3 Tage, und dann ist es wieder leer. Und dann machen wir es sauber und füllen es von vorne auf. Jetzt habe ich überlegt, weil wir den Pool bestellen wollten und was ich ja immer noch nicht getan habe. Es gibt ja im Baumarkt diese Tabletten auch. Diese Chlortabletten, dann hält das Wasser bestimmt länger. Auch in diesem kleinen Pool. Muss ich gleich mal mit dem Bernd besprechen, weiß ich auch nicht. Da müssen wir, aber wir nehmen es ja eh zum Gießen. Also es ist ja nicht verschwendet, das Wasser, ne? So ist es ja nicht. Weil ich will das Wasser nicht so verschwenden. Aber ob wir es jetzt halt aus dem Gartenschlauch nehmen, das Wasser zum Gießen, oder aus dem Pool, weil die Regentonne ist definitiv leer. Es regnet so wenig in der letzten Zeit. Also ich glaube, es hat jetzt in dieser Corona-Zeit, wo ich zu Hause war, da gab es nur eine Regenperiode und das waren 8 Wochen. Da hat es nur einmal so 3-4 Tage ab und zu mal geregnet. Und ansonsten ist es immer trocken. Immer. Ist das bei euch auch so? Also ich gieße immer mit dem Gartenschlauch oder halt mit dem Poolwasser. Nee, dann lasse ich das Poolwasser besser so, weil da kann ich es wenigstens noch zum Gießen nehmen. Ja. Gut, meine Lieben. Ich werde das Video jetzt beenden. Den Vlog mit Mini-DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und ich danke euch immer fürs Zuschauen und würde sagen, wahrscheinlich bis morgen. Morgen ist Vatertag. Aber vielleicht vlogge ich auch mal nicht. Ich guck mal. Spontan. Ich überlege es mir. Bis dann. Tschüss.